Hey Leute, was geht? Heute spielen wir wieder Roblox, um genau zu sein, Emergency Response Liberty County. Und hier spielen wir heute mal als Feuerwehrmann. Ich habe das tatsächlich schon mal gespielt. Ich habe schon mal eine Aufnahme dazu vorbereitet, aber ich glaube nicht, dass ich hochlade, weil da war ich noch ein bisschen dämlich und habe das, beziehungsweise habe die Spiel-Sounds viel zu laut gemacht und mich hat man kaum gehört, aber ist nicht schlimm. Jetzt habe ich das genau umgekehrt gemacht. Ich habe mich noch lauter gestellt und die Spielsounds fast ausgestellt. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Ja, erkläre ich euch aber alles, kein Problem. Wir haben jetzt gerade eben kurz das Team der Feuerwehr gejoint, beziehungsweise uns da reingetreten. Nicht reingetreten, beigetreten, so. Reintreten nicht. Ja, da kann man dann eben ganz klar wie Notruf Hamburg ein Fahrzeug auswählen, alles. Und dann haben wir ein MDT im Inventar ganz unten. Und wenn wir das dann eben ausrüsten, dann haben wir nochmal so ein Dashboard, gerade von der Feuerwehr und Sanitätern. Und da können wir dann eben eine Mission auswählen, die gerade verfügbar ist. Jetzt haben wir gerade die Mission bekommen, dass starker Wind Straßen, Sachen umgehauen hat. Das heißt, jetzt hier haben wir es gerade schon. Okay, also wir haben hier, ja, das. Okay, wir haben umgestürzte Bäume auf jeden Fall. Das heißt, mal gucken, ob wir hier Angriffslinie sieht. Ach so, nein, das soll irgendwie wahrscheinlich bedeuten, wie sagt man, Feuerschlauch rausholen. Aber das war natürlich nicht. Wir nehmen die Kettensäge in die Hand. Wir können nämlich an unseren Fahrzeugen die Ausrüstung eben ausrüsten, die wir brauchen. Und damit können wir dann eben diese umgestürzten Bäume jetzt hier wegräumen. Jetzt war gerade übrigens auch ein freundlicher Polizist da. Der ist aber leider abgefahren, weggefahren, wie wieder. Egal, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall können wir hier eben dann die Bäume wegräumen. Hier ist noch ein Baum und auf jeden Fall haben wir da auch noch ganz viel Straßenmüll, den wir da wegräumen müssen. Ich sehe irgendwie eine Matratze. Kaputte Reifen sehe ich da noch. Okay, hier ist noch einer. Okay, das heißt vom. Ja, hier heißt das im Spiel Verkehrsministerium. Weil ich finde das jetzt nicht so passend, Verkehrsministerium, weil. Ja, könnte halt irgendwie THW sein oder halt eben ADAC wie Notruf Hamburg. Aber egal, hier haben wir einfach noch einen Baum, okay. Tatsächlich gar keine kleine Stelle jetzt hier. Den räumen wir nämlich auch noch weg. Ich weiß gar nicht, ob der da jetzt uns mithelfen kann und mithelfen kann. Ich weiß auf jeden Fall, als ich das Verkehrsministerium gespielt habe, zumindest ADAC, dass das wohl so war. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt irgendwie noch hier irgendwas machen? Normal zeige ich mir das nämlich ja noch an, wenn ich jetzt in hier MDT reingehe, dass ich busy bin. Das heißt beschäftigt. Also irgendwas muss hier noch sein, glaube ich. Seht ihr irgendwas noch hier? Also ich meine, alles eigentlich frei, oder? Ich glaube, wir haben den Einsatz beendet. Hier ist wohl nichts mehr. Ja, dann haben wir unseren ersten Einsatz hier wohl beendet. Wir schauen auch mal in das MDT rein, was denn da für Aufträge zurzeit noch sind. Ja, ich bin busy. Ich gehe mal Return to Duty. Das heißt, ich gehe wieder in den Dienst rein. Hier haben wir ein. Ja, das ist das ja, ne? Leider lief ich jetzt mal. Ich meine, den haben wir ja schon. So, Feueralarm. Also Feueralarm wurde aktiviert. Machen wir unsere Lichter an. Okay, da sind unsere ganzen Kollegen. Also das ist das ganze Feuerwehrteam tatsächlich. Okay, dann geben wir auch nochmal einfach so als Verstärkung dahin. Geben hier ein bisschen Gas, ein bisschen Gummi. Haben wir gesagt, unsere Sirene aktiviert. Und würde sagen, wir sehen uns dann am Einsatzort. So, und da sind wir auch schon. Oh Gott, 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 oh Gott. Passt. Alles gut gegangen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, was heißt das denn? Ach, ach so. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das heißt das. Jetzt muss ich halt mal gucken, ob ich. Geht das wohl? Okay, das war extrem laut irgendwie, das Wasser. Aber ich hoffe, es geht noch. Naja, ansonsten, ne, ich mach mal eben kurz ein bisschen leiser hier. Oh, da. Lautstärke. So soll es wohl passen. Bisschen noch leiser gemacht. Ich weiß gar nicht, kommt man da oben dran, aber ich glaube, die Kollegen, die machen das genauso. Dann wird das wohl schon so sein. Oder aber passiert da irgendwie gar nichts, oder? Passiert da irgendwas? Oder müsst ihr vielleicht ins Gebäude rein oder sowas? Keine Ahnung. Also ich meine, kann irgendwie nach oben? Vielleicht dauert es auch einfach nur, das kann nicht auch sein. Ich habe keine Ahnung. Egal, ich tue einfach mal ein bisschen hier das Wasser laufen lassen. Keine Ahnung, ob da was passiert. Es wird halt nicht weniger. Deswegen habe ich halt keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Vielleicht müssen wir aber auch reingehen. Wo ist denn die Tür hier? Kann man hier irgendwie rein? Auf jeden Fall ist auch schon dramatische Musik hier, die man hören kann. Aber nein, man kann nicht ins Gebäude rein. Der wollte ja die Leiter, ja? Okay, der tut eine Leiter, aber es passiert halt nichts, wenn man da, ne? Doch, ah doch, das andere Feuer ist aus. Stimmt. Jetzt, wo ich es sagt. Dann helfen wir irgendwie mal mit hier und, mit unseren Teamkollegen hier, unseren Feuerwehrmännern und Frauen.
Suchen wir. Haben wir überhaupt Frauen hier? Keine Ahnung. Ah, sehr schön. Da haben wir es doch erfolgreich gelöscht hier tatsächlich. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das wieder hier wieder reinräumen können. Jawohl, können wir da reinräumen. Dann haben wir, glaube ich, erfolgreich den Einsatz abgeschlossen. Sehr schön. Und das geht direkt weiter. Shopping Outlet. Irgendein Einkaufsgebäude brennt oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es selber nicht. Also es gibt halt auch übrigens auch Serveranrufe und es gibt Server-Missionen so gesehen, aber es gibt halt eben auch Spieler, die einen alarmieren können, weiß ich. Irgendwas, okay, hier. Behandeln, okay, wir können ihn behandeln. Vitalwerte, verbinde die Pads des Monitors mit den Patienten, um seine lebenswichtige Funktion zu überprüfen. Place the Monitor, aber das kann ich doch gar nicht, oder? Ich kann das auch nicht, ich bin doch gar kein Sanitäter. Ne, ich hab das aber, ich hab doch einen Motor, hab ich doch mit, okay, hab ich doch. Okay, Moment, dann machen wir das mal so, irgendwie, vielleicht. So, kann ich jetzt irgendwas machen? Ich muss irgendwelche Pads oder sowas irgendwie da rein. Ich tue die Medizin. Haben irgendwelche Leiter, Ölbinder, Leiterdurchschlag, Flair? Nee. MDT haben wir natürlich noch. Schwere Kettensäge im Monitor. Wie kann ich denn, kann ich irgendwie draufdrücken? Ach so, ich muss, oh Mann. Ich muss, der hat so gelbe Punkte, hat der. Ja, aber habe ich doch gerade, oder? Hä? Okay, ich muss jetzt auf so gelben Punkten klicken. Habe ich gemacht, aber. Ah, jetzt. Okay, überprüfen. Okay, wir überprüfen auf jeden Fall mal. Ja, tut mir auf jeden Fall leid für meine Inkompetenz. Zumindest ich nicht weiß. Linke Seite kann sich nicht bewegen. Gesichtsdrooping. Drooping, okay, weiter. Schlaganfall. Empfohlene Behandlung. Geben Sie Sauerstofftransport. Okay. Ja, muss aber ein Sanitäter kommen. Ja, Feuerwehrmann ist blöde. Ach, der. Okay, der hat auch eine. Bring so schnell wie möglich einen Krankenhaus. Okay, mitnehmen. Nimm ihn mit, irgendwie. Du kannst ihn ruhig mitnehmen. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Weil wir müssen, glaube ich, echt Sanitäter für sein. Du musst deinen Mund aufstellen. Ja, wir haben leider keinen Sanitäter, ne? So, blinkt das jetzt hier? Weiß nicht. Ja, leider brauchen wir irgendwie einen Sanitäter, weil wir können wahrscheinlich nur die Notversorgung machen hier. Ich glaube, Zugangskomponenten. Spineboard, was ist das denn? Ach, das ist das Ding. Okay. Du musst einen Monitor. Ich krieg ihn nicht mit, ne? Nähere dich einen Spieler, um ihn anzuziehen. Einsetzen. Erwarte Antwort. Nein. Ich will das. Ich will keinen Spieler. Ja, es geht wahrscheinlich echt nur. Schade. Es geht wahrscheinlich echt nur. Kegel, Flair, Hydraulikleiter, Ölbinde. Nee. Dafür brauchen wir echt wahrscheinlich Sanitäter und den haben wir echt nicht. Ja, können wir leider erstmal nichts machen. Schade. Nichtsdestotrotz auch noch nicht da. Müssen wir dann sagen, müssen hier raus. Ja, da müssen wir echt einen Sanitäter dafür haben. Okay, so Wasserlevel, das sind Schläuche. Ach so, Wasserlevel wahrscheinlich, wie viel Wasser da noch bei mir im Tank ist. So, wir können aber die Notfalllichter ausmachen hier. In Ordnung, okay. Ja, ärgert mich zwar ein bisschen, dass wir den Einsatz nicht abschließen können, aber was wollen wir machen? Nix. Ich werde wirklich geblitzt immer. Also ich habe jetzt mal extra mal rot gefahren, ne? Ich werde wirklich geblitzt, okay. Das habe ich mir in der letzten Folge schon gefragt, die ich aber nicht hochladen werde, weil die Audioqualität so blöd ist. Da wurde ich auch mal dauernd geblitzt und ich wusste nicht, woher, ob das am Regnen war oder sowas. Aber es liegt wohl wirklich daran, achso, da ist auch nochmal Anzeige, wie viel Wasser wahrscheinlich drin ist. Aber es liegt wahrscheinlich wirklich einfach am Blitzen, also weil ich über rot gefahren bin. Ah, okay, freiwillig Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Okay, wir haben gar keinen Sanitäter. Okay, kann ich denn dann, weiß nicht, können wir dann irgendwie vielleicht als Sanitäter sowas? Ich meine, wenn wir jetzt alle wenn wir jetzt alle Feuerwehr sind, das ist ja auch irgendwie blöde, finde ich. Wenn wir jetzt einfach mal das Team nochmal wechseln, wo ist das denn da, ne? Okay, dann müssen wir einmal hier in Zivilist reingehen nochmal und dann nochmal in Feuerwehr, Station 1 einfach, ja, machen wir 1, B, 3, 4, 2. Callsign ist Sensort, was? 1A? Ja, weiß ich nicht, dann machen wir für D oder sowas, ist ja auch egal. Und wir gehen einfach nochmal, okay, wir gehen einfach nochmal dann hier und ziehen uns aber diesmal Sanitäterausrüstung an und holen uns, ach, wir können uns gar keinen, hä, können wir uns gar keinen holen? Feuerwehrmotor, den haben wir nur, den muss ich mir erst noch kaufen, kann das sein? Locked, kaufen, I'm sure, und wie, kaufen, geht nicht. Rang 4 Fahrzeug, okay, dürfen wir nicht. okay, dann dürfen wir tatsächlich noch gar kein Sanitäter sein. Kann das sein? Ich glaube, das kann sein. Okay, dann könnt ihr das vergessen, Leute. Dann sind wir doch erstmal freiwillige Feuerwehr. Ja, wahrscheinlich. Dann kann man es wirklich echt nur später holen. Dann müssen wir einfach mit dem Feuerwehrwagen rumfahren. Ist auch nicht schlimm. Egal. So, wie sieht es denn aus mit dem Einsatz? Mal langsam wieder hier. Ja, 911. Ja, gut, das ist halt ein Anruf von einem Spieler, aber die können ja überall Notrufe absetzen, aber ich glaube, Feuerwehr ist ja wirklich nur zufällig. Ich glaube, man kann jetzt nicht einem Spieler helfen als Feuerwehr. Okay. Da brennt zumindest irgendwas. Oder zumindest raucht da irgendwas stark. Die Fahrzeuge rauchen stark. Der auch. Ich glaube, da muss man immer vom ADAC, zumindest vom
von Mechanikern mal vorbeischauen. Okay, was piept denn hier so immer? Jetzt haben wir Feueralarm, haben wir jetzt. Neben dem Zivilisten-Spawn, okay. Machen mal unseren MDT rein, beitreten und der ist da vorne, okay. Oh ja, hier brennt es echt schon. So, dann tun wir uns direkt mal hier hinstellen, direkt eine Front. Müssen mal schauen, ob wir jetzt irgendwo einen Hydranten finden, irgendwie vielleicht. Das wäre echt cool. Da haben wir einen Hydranten. Weil dann können wir nämlich das Wasser nutzen und nicht das von unserem Löschfahrzeug. So, wir machen einfach mal 150 Meter, sollte erstmal reichen wahrscheinlich. Das ist ein Abfluss? Wo kriege ich denn Wasser her? Hä? Wieso kriege ich denn da nichts weg? Du kannst nicht. Angriffslinie, das brauchen wir genau. Okay, geht das jetzt? Okay, jetzt können wir tatsächlich, habe ich nicht verstanden, wieso das jetzt nicht ging. Ich würde mal aus dem Feuer rausgehen da. Hast mal Glück gehabt, dass ihr jetzt gelöscht habt. Ich glaube, der will sich irgendwie umbringen, kann das sein? Der ist selbstmordgefährdet, der Kollege. Böse, böse. So, auf jeden Fall haben wir auch schon hier Einsatzleute und wir sind nicht alleine zum Glück. Wir haben schon ein paar Feuerwehrmänner hier an unserer Seite. Und wir löschen mal ganz heldenhaft hier das Feuer. Ich finde auf jeden Fall auch die die Musik cool, die jetzt nebenbei läuft. Das ist so eine dramatische Filmmusik, wer die jetzt nicht hört, weil ich habe das echt leise gestellt jetzt. Kleiner Nebeneffekt finde ich echt cool. So, jetzt müssen wir da oben irgendwie wieder. So, komme ich da irgendwie dran oben? Das ist immer so blöde echt, ne? Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie überhaupt drankomme. So, einer schreibt Officer down. Okay, keine Ahnung, ich komme da echt nicht ran. Muss ich irgendwie hier? Aber wieso spult hin? Das ist auch da oben, jetzt haben wir es, okay. Dort oben ist noch einer, okay. Na gut, da komme ich ja. Okay. Aber wir müssen tatsächlich aufpassen, wo wir mit dem Schlauch langlaufen, weil wir müssen ja auch wieder zurück. Okay, krass. Dann ist das auch noch hier wirklich. Wir nutzen einfach mal das Auto, das da steht. Hallo. Wollte wohl doch nicht, dass wir auf sein Auto stehen. So, freiwillige Feuerwehr, 10 EP auf jeden Fall nochmal dazu bekommen. So, jetzt müssen wir halt irgendwie da hochkommen. Der hat auf jeden Fall schon eine Leiter in der Hand. Ich weiß gar nicht, kann man die irgendwie da hochstellen oder sowas? Haben wir auch eine Leiter? Doch, eine Leiter haben wir auch. Okay. Vielleicht können wir die Leiter irgendwie benutzen oder sowas, kann das sein? Wenn wir jetzt die so hier hinstellen. Moment, wir benutzen mal die Leiter hier. Ah, Moment mal nochmal. So. Jetzt sind wir zumindest hier oben, aber jetzt habe ich das Ding nicht. Jetzt habe ich den Feuerwehrschlauch nicht. Oh Mann. Hier. Was? Ach, das ist meiner oder was hier? Den muss ich mitnehmen? Aufheben? Ah, okay, tatsächlich. So, dann gehen wir mal hier oben hin. Ja, du kannst ruhig nach oben hoch. Ja, du kannst nach oben hoch, ja. Aber ich kann nicht springen. Wieso kann ich nicht springen hier? Hä? Ich komme echt nicht hoch hier. Verstehe ich nicht. Wieso kann ich nicht springen damit überhaupt? Hilfe. Kann man damit nicht springen oder sowas? Aber ich kann generell nicht springen. Doch, jetzt kann ich wieder springen. Aufheben. Muss ich in Ego-Perspektive sein zum Springen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier wieder ein paar Leitern. Okay, die haben auf jeden Fall irgendwas gebaut hier. Sieht echt lustig aus. Genau, du kannst mal eine Leiter nehmen, wenn es geht irgendwie. Da kann ich irgendwie aufnehmen. Das wäre echt ganz cool. Ne? Warte mal. Wir machen das jetzt so. Moment, lass die Leiter hier. Und jetzt kann ich die Leiter nehmen hier. Und mach die jetzt so. Und okay, jetzt ist mein Schlauch runtergeflogen. Okay. Haben wir es geschafft, Leute? Ist der Brand weg? Ich glaube schon, wa? Ja. Angriffslinie abtrennen. So, kann ich jetzt weiterfahren? Jetzt kann ich weiterfahren, tatsächlich, ja. Ja, cool. Dann haben wir es auch schon erledigt. Und ich würde auch so langsam sagen, wir haben unsere Schicht schon gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich würde es langsam beenden. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall werden noch mehrere Folgen davon kommen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein.